Einen wunderschönen guten Samstagmorgen, meine lieben Dampferfreunde. Ich hoffe, es sind alle frisch und munter und starten entspannt in den wunderschönen Tag. Es ist wieder in Österreich, ist einmal herrlich. Da wird es die ersten schon ein wenig jucken, ein wenig rausgehen. Ein wenig in den Garten gehen. Ein bisschen was unternehmen. Ja, ich möchte euch jetzt kurz einmal, und zwar jetzt habe ich ja unsere Kiwis. Wir haben da die Woche schon das zweite Mal jetzt eine Nachlieferung bekommen. Die sind wirklich extrem beliebt. Ich möchte euch da noch kurz was dazu sagen. Ich sage die Form zwar gleich auch nochmal durch. Wir haben auch wieder die Sonderfarbe, das Space Violett, nachgekriegt. Hat auch wieder jeder liegen. Schön silbernen natürlich auch. Fühlt sich richtig samtig an, die Verpackung. Oder ein ganz schönes edles Grün. Natürlich dasselbe auch in Schwarz. Und wie es ist, da auch in Rot. Wie gesagt, ab sofort erhältlich ist, kein Zeichen, eine Vorbestellung erhält. Abholen, wer möchte, bis am 6 Uhr am Abend. Ja, ich muss sagen, ich verwende jetzt diesen Teil seit Montag. Und bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht von der Kiwi. Erstens komme ich wirklich locker mit dem Akku den ganzen Tag durch das, dass da das Akku-Pack mit 1450 oder 80 mA dabei ist. Da sind auch ungefähr 80 mA drin in der Verdampfereinheit. Und das ist wirklich eine feine Sache. Total leicht. Und ich muss sagen, geschmacklich überrascht mich das extrem. Das ist wirklich sehr gut. Trotz der Größe schmeckt das super. Ich habe da mein Old E-Liquid drin, mein Erdbeerbier natürlich. Und habe da eine Stärken von 6 Milligramm, 6, 12, wie es passt. Weil man braucht halt da schon ein bisschen mehr Nikotin, jedenfalls über die Kleinen, dass ich ein wenig was spüre. Weil sonst ziehe ich da viel zu oft und sage den Dank aus. Aber wie gesagt, funktioniert herrlich. Ganz eine tolle Sache. Falco, grüße dich. Guten Morgen. Na, da sind doch schon ein paar munter. Na, wie gesagt, funktioniert tadellos. Es ist ja wirklich, ich habe es so dann auch sehr viel verwendet, wo ich es direkt am Akku-Pack drauf gehabt habe. Ich habe es praktisch immer eingeschaltet, das Akku-Pack, das dauernd lohnt. Man sieht es dann hinten. Und man sieht es auch dann vorne anhand von den K wie Kiwi, dass das da ladet und das an der Stromquelle angeschlossen ist. Mir ist das am Montag einmal passiert, dass ich das Ganze. Da kann man mit einem Touch, siehst du, 1, 2, 3, 4, 5, funktioniert tipptopp, dass das nicht eingeschaltet war. Und dann habe ich dampft und auf einmal hat das K rot geleuchtet. In dem Modus, wo ich das hinten mit dem 5-mal Touch ausschalte, sehe ich nichts. Da kann ich nur, wenn ich drauf tippe, einen Akkustand abfragen. Und das ist in dem Fall komplett voll. Sehe ich da nur zwei Lichter, ist noch 80% voll. Und ziehe ich nur mehr ein Licht, dann ist 20% voll. Aber wie gesagt, ich lasse das immer. 1, 2, 3, 4, 5.
einfach da sollte immer laden, wenn ich am Akku-Pack habe, dann ist der immer voll. Weil, wenn man es vergisst zum Laden oder das ausgeschaltet hat, dass das nicht ladet, dann kann es schon passieren, wenn der Qi gerade ist, dann muss man schon mal, wenn man rein tut, 5 Minuten warten. Aber kann in der Art gar nicht passieren, wo ich, wie gesagt, immer auf Dauer das eingeschaltet habe, das ladbar ist, schaut ja nicht. Das Aufladen geht auch super schnell mit dem Sticker, der was da mitgeliefert ist, und das sind wirklich hochwertige Sachen, das zeige ich euch nochmal schnell. Kann man dort das Ganze verpackt wie ein edles Telefon. Ich habe es dann dabei. Kiwi. Du kannst es lesen auch. The Simple Alternative to Quit Smoking. Ja, man muss schon sagen, das stimmt auch. Das ist wirklich eine ganz super Sache, auch für Leute, die was zum Rauchen aufhören wollen. Weil es war ja immer das Problem, dass zum Beispiel auch Leute, die was mehr geraucht haben oder mehr rauchen, die wollen meistens trotzdem am Anfang ein kleines Gerät, das nicht auffällt. Weil es ist ja schon, ich sage einmal, gerade beim Aufhören vom Rauchen ein Problem. Du hast 25 oder 30 Jahre, oder oft haben wir länger geraucht schon, ganz dünne Zigaretten und auf einmal hast du sowas. Ne? Und mit denen kannst du dann am Anfang nicht so umgehen. Und dadurch bietet sie wirklich die Größe vom Kiwi perfekt an. Das verschwindet in der Hand, ist er klar und leicht, wirklich ist er extrem leicht. Und man hat halt da schon den, sage ich mal, Chick-Effekt. Und natürlich, ich habe jetzt das Mundstück bei mir drum gehabt, natürlich, das gestern mit dem Filter, wo habe ich, funktioniert auch tipptopp. Ich habe durch die Filter, die was man da dabei hat oder was man sich auch dazu organisieren kann, einfach wirklich ein Chick-Gefühl. Das fühlt sich wirklich an wie eine Zigarette. Also recht viel einfacher geht es wirklich nicht, wenn wer zum Rauchen aufhören möchte, weil das mit dem das Gefühl mit dem Filter, das stimmt schon auch. Und das höre ich immer wieder, dass Leute sagen, erst, ich tue mir einfach leichter, wenn ich einen Filter drauf habe. Und jetzt habe ich bei mir auch wieder einen Filter drauf da. Kann natürlich Filter oder Mundstück, wie ich möchte, das benutzen. Und ich muss schon sagen, das funktioniert wirklich. Und das fühlt sich auch sehr gut an. Und was mir gleich aufgefallen ist, es hat auch schon Systeme gegeben, wo man so einen Filter draufstecken kann, wie das Mundstück. Der Filter hält, muss ich sagen, wirklich länger wie viele herkömmliche, die es schon bei einigen so kleinen Geräten gegeben hat. Aber er ist auch viel fester, er fühlt sich viel besser an. Das ist wirklich chic eigentlich. Fühlt sich wirklich tadellos an. Und so tun sich halt sehr viele Leute, die was uns rauchen, aufhören wollen, leichter, weil das einfach nicht so ein großes Ding ist. Und im Mund hast du natürlich das Gefühl, du hast da Zigaretten im Mund. Hast aber natürlich die gesündere Alternative des Dampfens, wo es da dann nichts tut. Und so kommen die Leute extrem leicht weg. Auch wenn es zum Beispiel Freunde, Bekannte oder Partner habt, die was schon öder sind, oder die Oma oder die Mutter oder irgendwer, die was rauchen, das ist sicher ein optimales Geschenk, dieses Gerät, weil mit dem kann man es garantiert vom Dampfen, vom Rauchen weg, weil es einfach ist. Du brauchst nichts Drucker, du ziehst da an. Und fertig, mehr hast du nicht da. Und ein weiterer ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir gerade über das Aufhören vom Rauchen reden, was ganz wichtig ist, natürlich, die Leute wollen dann was Kleines, wie schon gesagt, weil was anderes ist ja dann vielleicht auf die Schnelle etwas zu groß. Ne? Ist natürlich ein Riesenunterschied. Und jetzt können sie sich natürlich schneller mit sowas anfreunden. Und
die meisten herkömmlichen kleinen Geräte, wo es ja auch nicht so schlecht funktioniert, haben schon super funktioniert, aber das Problem war immer, du hast da drin, was weiß ich, 80, 100 oder ein bisschen mehr Milliampere und dann hat natürlich einer ein Packerl oder zwei, was der Durchschnitt ist, geraucht hat, dann kommt er mit dem Chick ein paar Stunden aus und dann hat er nichts. Was macht er dann? Jawohl, Akku ist klar, er kann nicht mehr dampfen, täte gerne dampfen, geht mit einem Freund auf ein Seiterl oder auf einen Kaffee, Akku gar. Na, was macht man in dem Fall, was man geraucht hat? Bitte, Herr Kölner, ein Packerl Zigaretten und das geht schon dahin. Weil das ist einfach, das geht nicht mehr. Und man raucht wieder. Und genau das ist das Problem. Akku ist beim Dampfen immer noch das größte Problem, wie beim Umsteigen, wann er ausgegangen ist, speziell am Anfang, zu Beginn, wenn man zum Dampfen anfangen möchte. Und da hat halt das die Kiwi wirklich revolutioniert. Mit diesem Akku-Pack, mit 1450 mA. Weil ich bin immer geladen. Immer. Und ich sage einmal, ich bin gestern schön mit einem 6er, 12er super über den Tag gekommen. Das gestern, ich tue das seit Montag, wirklich seit Montag verwende die Kiwi und von der Früh bis auf die Nacht, weil ich einfach wissen möchte, was das Gerät hergibt. Und das ist tadellos. Ich muss sagen, ganz ehrlich, mir ist der Akku noch nie ausgegangen. Ich habe es einmal inzwischen natürlich schon einmal eine halbe Stunde angesteckt gehabt, weil ich wissen wollte, wie schnell das lädt und das lädt wirklich sehr schnell. Aber ich habe kein Problem, weil wenn ich den Akku-Pack anstecke, habe ich trotzdem das Gerät zum Dampfen. Ich brauche niemals aufhören zum Dampfen oder warten, bis irgendwas voll ist, weil während dieses Akku-Pack, hinten sieht man es da mit einem C-Lader, ladet, dampfe ich das Gerät einfach so, weil ja das eh immer voll ist. Muss man schon sagen, das ist spitze. Und darum sage ich mal, wenn halt mit, ich rechne das mit so 6, 12 Milligramm einer drin hat, am Rauchen aufhört und hat so um die 30, 40 Zigaretten geraucht, dann kommt der mit diesem Teil komplett super über den Tag, dass es gar nicht besser geht. Da geht sich wirklich super geschickt aus. Darum wirklich eine kleine Revolution für Dampfer und speziell für die, die was zum Dampfen anfangen wollen, weil sie einfach nie in die Misere kommen, dass der Akku leer ist, weil das ist immer voll. Und wie gesagt, ich muss nicht, wie bei anderen Geräten, es funktioniert auch, dass man die einzeln lädt, wenn man das nicht mit hat, aber der Sinn und Zweck ist schon, dass ich beides mit habe, weil ich kann ja das Ganze so auch verwenden, ich muss das gar nicht runtergeben. Ich zum Beispiel habe das meistens direkt so. Ist sehr gut. Wie gesagt, ich habe es am meisten sowieso so und ich habe nie das Problem, oder keiner hat das Problem, dass er sagt, okay, er kann jetzt nicht dampfen, weil er muss laden und er steckt das ganze Gerät an der Ladeeinheit, sondern dann nimmt sie diesen Teil, dampft ein paar Stunden weiter, dann steckt das eine halbe Stunde an und der Fall ist erledigt. Du kannst immer dampfen und das ist wirklich, das hat es in der Größe einstweilen noch nicht gegeben, dass ich diese Teile wirklich eine gute Zeit lang dampfen kann, das Akku-Pack ladet und ihn mehr oder weniger rund um die Uhr ohne Probleme das Gerät verwenden kann. Ne? Wir haben dann auch noch für alle, weil es gerade sehe, die was auf Design stehen, verschiedenfärbige Filter. Die gibt es, glaube ich, in Violett, Blau mit Blumenmuster drauf, dann gibt es so ein wenig camouflageartig, dass jetzt die jeweiligen Sets wirklich super passen. Und du hast mit deinem Filter wirklich das Zigarettengefühl. Das ist einmal so, ja. Das fühlt sich genauso an. Kann ich euch garantieren, dass das wirklich so ist, weil noch, ich habe da schließlich und endlich fast, weiß ich nicht, 28, 30 Jahre geraucht und das ordentlich. Es ist auch der Dampf sehr angenehm. Der ist nicht zu warm,
Der ist nicht geholt, der passt wirklich genau. Die Zugautomatik reagiert wirklich spitze, das muss man schon sagen. Die reagiert tadellos, aber man dezent leicht anzieht. Ein wirklich tolles Gerät. Und wir haben jetzt die letzten Tage auch schon gesehen, die Leute, die haben wirklich eine Freude. Es waren auch schon einige da, die haben sich eine zweite geholt, weil sie gesagt haben, das ist wirklich genial und sie kommen super zurecht damit. Und es ist halt immer so, dass ich, wenn ich jetzt unterwegs bin oder ich gehe fort oder irgendwo und habe nicht die Möglichkeit, ob mich da nicht Reserveakkus und was weiß ich was mitnehmen, dass ich mit denen super über den Tag komme. Das stecke ich mir in jedes Hemd, das habe ich immer dabei und es ladet. Und noch dazu schauen die wirklich spitze aus. Speziell, da haben wir jetzt den Glück gehabt, da haben wir noch eine Partie nachgekriegt. Die sind gestern gekommen von den Space Violets. Das schaut auch richtig geil aus. Ich muss auch sagen, die Form besonders, die sind alle Hammer. Das sind wirklich wunderschöne Farben. Auch das Grün ist extrem schön. Das ist wirklich für an jeden was dabei. Für jede Geschmacksrichtung. Und ja, eine super Sache. Ich sag, wir haben gestern in unseren Shops nachgeliefert. Das ist überall genug da. Wer sich eine checken möchte, jederzeit gerne. So, wie gesagt, das kommt in der Box. Dabei habe ich dann ein super Büchlein mit Beschreibung. Da noch eine Gebrauchsanweisung, eine Betriebnahme, also ein Kartel dabei. Natürlich, die, was es bei uns wollen, denen zeigen wir das eh. Die werden, wenn ihr vorbeikommt, ihr wisst, dass es bei uns geht, gibt es das gar nicht anders. Ihr kommt vorbei und ihr geht es mit dem funktionierenden Gerät nach Hause, weil wir das bei uns schon für euch in Betrieb nehmen. So, was haben wir dann noch drinnen? Drinnen ist dann, das habe ich schon rausgegeben, einmal ein Filter, ein Mundstück, schauen wir für so aus. Ein super Netzteil, das ist wirklich ein gutes Netzteil, ich habe mir das angeschaut, ich habe das auch auf dem Hänger gehabt. Ein Ladekabel, natürlich. Das Ganze ist USB-C, würde auch auf alle USB-C funktionieren. Sagen wir, da ist wirklich auf Qualität geachtet worden. Das sind wirklich lauter vernünftige Geschichten. Muss auch vernünftig sein, wir haben ja jetzt gewartet seit Anfang Dezember auf diese Geräte. Aber ich sage mal, das Warten hat sich wirklich für alle rentiert, weil es war auch keiner dabei, der was die jetzt nicht genommen hat, was so spät gekommen, weil da hat ja keiner was dafür können. Und das ist ein Gerät, was richtig Spaß macht. Und wie gesagt, das ist es für jede Ort von Dampfer passt es. Es ist im Sommer auch genauso. Du hast riesen dicke Geräte, dass du ein wenig über den Tag kommst, das geht irgendwie, dass man über den Tag kommt und dann möchte ich baden gehen oder ich möchte irgendwas anderes machen oder rauffahren. In der kurzen Hosen habe ich alle zwei Hosen sich voll mit Akkus und mit Akkuträger oder du hast eine Tasche mit und das nervt oder stört halt ab und zu. Und mit diesem handlichen kleinen Gerät mit Dampfgerät mit Akku-Pack ist halt das schon eine sehr, sehr, sehr feine Sache. Muss ich schon sagen. Funktioniert tipptopp, schmeckt gut. Besser kann es wirklich nicht sein. Wie gesagt, diese Kiwi, die wird jetzt, sage ich einmal, ja, die wird jetzt wirklich die E-Zigarette, sage ich einmal, für die Slims
des Jahres 2022 und das wird sich sehr, sehr, sehr lang halten. Man sieht es auch an der Qualität, an der Aufmachung, wie sich die da bei Kiwi Vapor bemüht haben, was Vernünftiges zu machen, was Ordentliches zu bringen. Wirklich sehr, sehr hochwertig. Funktioniert spitze. Das ist schon ein sehr, sehr edles Set und ich muss auch sagen, der Preis, der ist ja weltweit der gleiche, ist eh kein Geheimnis. Die 68,90, das Starter-Kit, das ist tiptop, aber die Ersatzverdampfer, die 11,90, die drei Putz, wie gesagt, gibt es in Dreierpackungen, auch spitze und über die Haltbarkeit der Putz kann ich euch wahrscheinlich in einigen Wochen berichten. Ich habe jetzt da circa, ich schätze mal, seit Montag 30 Milliliter, 30, 35 Milliliter durch, schmeckt aber nach wie vor wie beim ersten Zug und ich habe nicht das Gefühl, dass ich den so schnell einmal tauschen muss. Und somit sind wir auch schon beim Boot. Man sieht da drinnen schön, wie viel das ich Liquid drin habe. Boot schaut so aus. Zum Füllen des Boots ziehe ich einfach die schwarze Laschel, ihr seht es da. Ziehe ich einfach das schwarze Laschel hoch, da ist echt nichts dabei, hab schon draußen. Und fülle dann da beim Loch die Flüssigkeit ein. Mache das wieder zu, hab keine Sauerei, gar nichts. Mit einem Magnet zieht sich das ein, das vibriert. Es ist auch so, dass das Gerät, ich glaube, jetzt 10. Mal ziehen oder was vibriert, ich glaube 10 oder 15, keine Ahnung jetzt ganz genau, weil dass man das Gefühl hat, weil viele immer fragen, ja, wie oft ziehe ich ihn da und ziehe ich die Hüfte an wie bei einer Zigarette. Viele möchten natürlich, dass sie nicht zu viel oder zu lang oder zu oft ziehen. Aus dem Grund rüttelt das in bestimmten Abständen, dass man weiß, okay, jetzt hätte ich eine Zigarettenlänge geraucht. Ne? Das ist, wenn es einer nicht mag, nicht dauernd den Mund hat. Aber wie gesagt, auch wenn er es dauernd den Mund hat durch das Akku-Pack, wenn er das nebenbei wieder auflädt, kennt man extrem gut über den Tag. Ist eine Spitzensache. Das ist halt auch sehr schön. Gestern auch schon ein paar Tage gehabt, die was ich ein paar mitgenommen und was einfach schön sind. Wenn du halt unterwegs bist, auf irgendeiner Veranstaltung oder bei irgendeinem Meeting und hast das mit, für die Herren oder für die Damen, in schwarz gekleidet und hast das mit. Das ist natürlich ein wunderschönes Accessoire noch dazu. Das schaut auch richtig stimmig aus und ich kriege das, wie gesagt, in diesen Farben, was wir da haben, passt das auch zu jedem Abendkleid und zu jedem Anzug dazu, je nach Anlass. Ja, meine Lieben, wie gesagt, ich werde euch da wieder drüber berichten, weil es einfach interessant ist. Die erste Woche jetzt, muss ich sagen, bin ich wirklich happy. Habe ich jetzt wirklich schon den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, den 6. Tag in Verwendung. Und mein Resümee ist einfach, das Gerät ist super. Mir taugt es sowieso am Abend, jetzt noch, wenn es zu kalt ist drin, mit den großen Geräten, du dampfst dahin. Du füllst dir die ganze Hütte mit Nebel und du musst lüften, dann geht es wieder kalt rein. Und das spare ich mir halt mit solchen Geräten total. Das dampft wirklich ausreichend, schmeckt super und natürlich, du hast da einen ganz geringen Liquidverbrauch. Was jetzt in Zukunft irgendwann dann auch wieder ein Punkt ist, wo man sagt, man spart sich halt da natürlich bei so einem Gerät gegenüber einem anderen Gerät sehr, sehr viel Liquid. Was speziell in Deutschland und so jetzt dann sowieso interessant ist, wo dann das Liquid besteuert wird oder besteuert ist und das jetzt sukzessive teurer werden wird die nächsten Jahre. Wie gesagt, da ist natürlich so ein Gerät ganz was anderes. Wenn ich einen Fülldampf und die Dampf am Tag, sage ich einmal, 5 Milliliter, ist das ein Riesenunterschied, wie wenn ich einen 50 durchgeblasen, ne?
Und ihr seht, das ist, hat auch einen satten Dampf. Das ist nicht so, dass das irgendwie, sondern das dampft schon weit mehr, wie eine Zigaretten raucht, vom Gefühl her. Ne? Und das ist das Schöne. Viele kleine Modelle, die was ein bisschen ist, schon ein bisschen gegeben hat, da ist halt relativ wenig rausgekommen. Da war es teilweise, speziell für Dampfer, die was schon länger dampfen, ein bisschen Zwang, was das Gerät hergeben hat. Und ich glaube, da sind jetzt alle bedient mit dieser Art, weil die geht wirklich extrem gut. Dampfspitze. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch verwendet, dem liegen ein wenig auf der Couch. Wenn mir am Abend der Fußballspiel angeschaut, dann liegst du da und verwendest das Gerät so, dass es mehr oder weniger hinunterschaut. Und da habe ich schon eigentlich, da habe ich kein Problem gehabt damit, dass mir irgendwas im Mund gesiffelt ist, dass da irgendeine Flüssigkeit rausgekommen ist. Wie gesagt, das ist ein Accessoire und das ist ein gleichzeitig ein top-funktionelles Gerät, wo sie an jeden, auch Umsteiger, empfehlen kann. Da kannst du wirklich zu einem günstigen Geld umsteigen und hast kein Problem, kein Zug über den Tag. Und natürlich, ich glaube, das wird jeder zweite Dampfer in Kürze in seiner Dampfertasche drinnen haben, genauso wie das in jeder gut sortierten Damenhandtasche ein Muss ist. Weil das schaut da bitte wirklich richtig geil aus. Auf das wurde gestern auch von einigen Damen aufmerksam gemacht. Da haben wir schon eine, die haben sie ein, zwei oder drei verschiedene Farben gecheckt, weil es einfach geil ausschaut. Und wenn was geil ausschaut, dann nimmt man es auch gern. Ja, meine Lieben, das war mein Resümee zu dieser Kiwi. Vorerst einmal, ich werde mich dann nächste Woche auch nochmal melden, werde den Filter da drin lassen, werde das noch weiter dampfen, dass man mal sich belangt, diese Pots halten werden. So, meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, einen wunderschönen Sonntag, ein wunderschönes Wochenende. Wie ihr seht, ich bin heute eh wieder in Linz. Freue mich natürlich, könnt ihr jederzeit auf dem Café vorbeischauen. Könnt ihr euch ein Kiwi checken oder alles andere, was euer Herz begehrt. Wir sind da für euch und freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Einen wunderschönen Samstag und ein wunderschönes Wochenende. Viert euch. Und ganz wichtig, dampft was Gescheites. Ciao.